Ja, hallo, hallo. Ich bin von Neulager Bremen. Und ich möchte heute was über Laye Condé erzählen. Laye Condé wurde schon mehrmals heute erwähnt. Und zwischen Laye Condé und Uri Jalou gibt es einen Zusammenhang. Denn Laye Condé ist auch heute vor 8 Jahren an den Folgen rassistischer Polizeigewalt in Bremen ums Leben gekommen. Wie Uri Jalou kam auch Laye Condé aus Sierra Leone. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Wie bei Uri Jalou wurden bislang die Täter nicht verurteilt. Im Gegenteil, es hat zweimal, wie bei Uri Jalou, Freisprüche gegeben. Aber es gibt auch einen ganz entscheidenden Unterschied und auch der ist wichtig. Bei Laye Condé ist bekannt, was passiert ist. Genau bekannt. Laye Condé wurde von 2 Polizisten, einem Rettungsassistenten und einem Polizeiarzt auf dem Bremer Polizeirevier ertränkt. Ertränkt bei der Vergabe von Brechmitteln. Was heißt das konkret, ertränkt worden zu sein? Er wurde in Bremen, im Bremer Steintorviertel, als vermeintlicher Drogendealer festgenommen. Ihm wurde vorgeworfen, ein paar Drogenkügelchen geschluckt zu haben. Weil er nicht freiwillig den Brechsirup getrunken hat, wurde er auf eine Liege festgeschnallt. Er wurde an Armen und Beinen fixiert. Und dann wurde ihm zwangsweise Brechsirup und Wasser eingeflößt. An dieser Prozedur ist bereits 2001 Archivi John in Hamburg ums Leben gekommen. Diese Prozedur wurde vom Europäischen Menschengerichtshof 2006 als Folter eingestuft. All das war bereits bekannt, als Ende 2004 Laye Condé festgenommen wurde und mit dieser Behandlung überzogen wurde. Er hat dann auch tatsächlich 5 kleine Drogenkügelchen ausgespuckt mit ein ganz bisschen Kokain und er ist danach kollabiert. Sein Herz ist fast stillgestanden. Dann wurde ein Notarzt geholt. Dieser Notarzt hat ihn stabilisiert. Und dann haben sie weitergemacht. Er hatte bereits Drogenkügelchen ausgespuckt. Er war bereits kollabiert, er war schon ohnmächtig, er wurde stabilisiert und sie haben die Prozedur weitergemacht. 80 Minuten lang haben sie ihm Wasser durch die Nase, durch eine Sonde eingeflößt, immer weiter eingeflößt und am Ende hatte er so viel Wasser im Körper, dass er buchstäblich ertrunken ist, weil das Wasser in seine Lunge geraten ist. Und das zeigt, auf deutschen Polizeistationen werden ganz offensichtlich Menschen ertränkt. Und das zeigt auch, auf deutschen Polizeistationen können auch Menschen verbrannt werden. Das ist wieder die Gemeinsamkeit zwischen Uri Jalou und Laye Condé, die heute vor 8 Jahren beide gestorben sind an Folge rassistischer Polizeigewalt. Ich möchte jetzt noch was zum Prozess sagen. Auch der Prozess ist ähnlich skandalös verlaufen, wie das bislang bei Uri Jalou war. Zunächst gab es keinen Täter. Dann wurde nur einer angeklagt, nämlich der Polizeiarzt. Er wurde dann freigesprochen im ersten Prozess mit der Begründung, er hätte das noch nie gemacht und das sei ein Ausversehen gewesen. Jeder Mensch, man muss kein Arzt dafür sein, keine Ärztin, wenn jemand kollabiert und man dann weiter die Person mit einer folterähnlichen Methode drangsaliert, Wasser einflößt, das kann nicht sein, das ist ein Skandal, deswegen wurde dieses Urteil wie bei Uri Jalou vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Dann gab es einen zweiten Prozess. Alle 10 Gutachter haben im zweiten Prozess ausgesagt, dass Laye Condé infolge des Wassers, weil er ertränkt wurde, ums Leben gekommen ist. Trotzdem wurde nachher im Urteil wieder freigesprochen, weil gesagt wurde, es hätte ja auch sein können, dass er an einem Herzfehler ums Leben gekommen ist. Auch dieses Urteil wurde, und das ist jetzt der Unterschied, da gibt es sozusagen einen Vorsprung, auch dieses Urteil wurde vom Bundesgerichtshof jetzt zum 2. Mal kassiert. Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil gesagt, dass das Urteil grotesk falsch sei. Grotesk falsch, jemanden freizusprechen, obwohl 10 Gutachter das Gegenteil behauptet haben. Jetzt am Anfang März wird es einen 3. Prozess zu Laye Condé geben und wir rufen euch auf, diesen Prozess zusammen auch mit dem weiteren Kampf um Uri Jalou zu begleiten.
Jetzt zur Politik. Auch hier gibt es Parallelen zu Sachsen-Anhalt. Der Bremer Innensenator hat, als Laie Condé bereits im Koma lag, gesagt, Schwerstverbrecher, Schwerstkriminelle, gemeint waren Kleindealer, müssen halt mit körperlichen Nachteilen rechnen. Da war er schon fast tot. Wie diese Aussage hat er sich nie entschuldigt. Wie diese Aussage hat sich auch der Bremer Senat nie entschuldigt. Deswegen gehen wir seit 8 Jahren jedes Jahr, wie auch hier in Dessau, in Bremen, am 7. Januar auf die Straße. Dieses Jahr haben wir es wegen der Demo heute bereits am Samstag gemacht und erinnern an Laie Condé, erinnern an Nuri Jalou und all die anderen durch rassistische Polizeigewalt ums Leben gekommenen. Wir fordern von der Bremer Stadt eine Entschuldigung und eine echte Entschädigung für die Familie. Wir fordern ein Denkmal. Bislang haben wir immer nur ein provisorisches Denkmal gemacht, was immer nach einer Woche abgeräumt wurde. Wir fordern ein langfristiges Denkmal. Und natürlich fordern wir die wirkliche Bestrafung der verantwortlichen Täter. Stoppt rassistische Polizeigewalt, gleiche Rechte für alle, hier und weltweit. Danke, Olaf. Und das ist natürlich gut zu hören, dass überall Leute sind, die sich festbeißen und nicht locker lassen. Und hier kein Name wird vergessen. Und deswegen würde ich jetzt vorschlagen, eine Gedenkminute für alle Namen, die wir uns erinnern können. Und das Problem ist, dass das nicht nur grotesk falsche Urteile sind, sondern ein grotesk falsches System, in dem wir gefangen sind. Und wir haben, wenn wir für alle Gedenkminuten einrichten würden, müssten wir unser ganzes Leben lang, 70 oder 80 oder 120 Jahre lang gedenken, was die Liste der Toten angeht, weil die ja an der Grenze von Europa nicht aufhören, sondern auch das gleiche System, die gleichen Menschen auch in Afrika und in Lateinamerika und in Asien töten und ihre kapitalistischen Ideen verwirklichen. Und deswegen können wir so vielen Menschen gedenken, so vielen Namen, außer Mariama Jambo Diallo und Uri Diallo und Laie Condé gibt es noch so viele. Und dafür sollten wir jetzt kurz eine Minute innehalten. Danke. Laie Condé, das war Mord! Maria Massa, das war Mord! Christi Schwunde, das war Mord! Dennis, das war Mord! Und so weiter. Und wir gehen jetzt durch Dessau und zeigen uns. Und Sie sollen wissen, dass wir, genau wie die Wahrheit, niemals sterben werden. Wenn wir nicht mehr sind, werden die Nächsten euch terrorisieren und eure Stadt übernehmen. Wir werden nicht zulassen, dass hier eine Stadt von Mördern entsteht.